Da ist der Hirsch. Wie komme ich da ran? Gib mir das. Servus und los geht's. Ja, willkommen bei Barmfinders. Ja, auf das Spiel hat mich die liebe Rumi aufmerksam gemacht. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ihren YouTube-Kanal verlinke ich in der Beschreibung. Schaut's gerne mal bei ihr vorbei. Ja, wir haben ja ein Profil, habe ich mir schon erstellt. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und mal sehen, was wir so in den ganzen Scheunen finden. Also bleibt dran. Klar bin ich sicher. Wird geladen. Das Hühnchen rennt schon. Oder nicht so schnell, oder wie? Ach, Diebe gibt's auch. Na, Prost, Mahlzeit. But my truck's stuck here on the side of this road, and there's good folks counting on me. Gotta move this load. That's why I drive my 18-wheeler all across this big old land. Not just my job, more than my living. It's the heart of who I am. Sometimes it's tough, but I rise above and do everything I can. Got my wife and kids back home, and they're proud to know I'm a U.S. working man. I'm a U.S. working man. Okay. Nun scheint es ja loszugehen. Gut, dass es Untertitel gibt. Ich verstehe von dem kein Wort. Der Urlaub? Wie Urlaub? Dachte, ich soll arbeiten. Was jetzt? WASD? Kauern? Kauern, springen, schauen. Ja. American Dream. American. Floors. Walls. Ein Koffer. Oh. Stuhl. Schublade. Aha, ich kann alles aufmachen. Teekessel. Na, das ist ja. Lauter leere Schränke. Ist wenigstens ein Kühlschrank und Bier oder was? Was ist das? Oh. Das verkaufe ich alles? Oh, na, das wollte ich nicht. Lass mich raus hier. Lernprogramm. Willkommen bei Barmfinders LTD. Hol die Batterie von der Ladefläche deines Fahrzeugs. Leg sie in den Generator ein. Suche mit Hilfe deines Computers nach Aufträgen und reise durch ganz Amerika. Ja. Die Batterie von meinem... Hörst du auf? Hier ist ein Truck. Oh, soll ich den Müll wegwerfen? Ach, den kann ich einfach verkaufen. Ich krieg Geld dafür. Das ist perfekt. Das geht nicht. Schade. Komm mal weg hier. Muss da ran. So geht's ja nicht. Aha. Waffen. Natürlich. Amis, Waffen. Gib mir die Batterie. Wo lege ich die hin? Hier? Push to store items. Nimm die Batterie, leg sie in den Generator hinein. Push. Wohin? Lagerstation? Hier? Kein Strom. Gegenstände hier lagern. Cooler Ton, hey. Hoch. Boah. Ich glaube, der war dringend. Cleaning Station. Da ist der Generator, mein Gott. Jetzt aber. Ah, bin ich wieder verplant hier heute. Jawohl. Neue Nachricht. Wie komme ich an die Nachricht ran?
F1. Das haben wir. Nachrichten. Als Bahnfeinder suchst du nach angefragten Gegenständen. Halte Ausschau, Schubkarre, Kisten, Dollar, Dollar und so weiter. Was ist das hier für ein Müll? Kaufen. So, Generator läuft. Wir haben Strom. Sehr schön. Verkaufen. Okay. Wie komme ich an die E-Mails? Am Computer wahrscheinlich. Wo ist ein Computer? Sehe ich nicht. Oder gibt es keinen? Überprüfe deine Computerjob-E-Mail. Sprich mit deinem Onkel über American Dream DLC. Wo ist mein Computer? Hier. Aha. Wow. Customation. Aha. Ein frecher Hirsch für einen Freund. Hallo Bahnfinders, könnt ihr einem alten Freund helfen? In der alten roten Scheune soll noch ein frecher Hirsch sein. Vielleicht könnt ihr den für mich suchen. Ich You can lasse tell you have great taste. dafür auch Kohle springen. Danke, Mick. Auftrag annehmen. Bahnhub? Was ist das? Rote Scheune? Aha. Reise? Geht nicht? Ah, so geht das. Benzin kaufen. Eins für 50 Dollar. Ich habe keine 50 Dollar. Comic-App. Mit Escape komme ich raus. Das ist sehr schön. Kann man das verkaufen? Okay, rote Scheune. Was ist hier? Großes Regal bauen. 265 Dollar. Suche nach dem frechen Hirsch. Ist das für einer? Rote Scheune. Gibt es hier auch eine Ingame-Karte? Das wäre echt klasse. Ich kann hier nicht raus. Also muss ich alles mit Sprit oder was? Das war mal ein schwacher Wurf. Aha. Oh, okay. Das war versagt. Naja, okay. Das ist nicht mein Spiel, sehe ich schon. Wo ist denn der komische Alte da jetzt? So, ich würde sagen, ich verkaufe hier einfach Zeug. Nicht das? Nein. Palette verkaufen? Nein. Ist das hier? Verwendbar? Machine Slot? Machine Slot? Kann ich den verkaufen? Auch nicht. Ein Gaskanister? Ah, einmal Sprit, okay. Oh, schau mal. Cool. Customizer Tower? Okay. Habe ich jetzt Sprit zum dahinfahren? Schauen wir, schauen wir, schauen wir. Ja. Chicken Mail. Mails, ach, ach, du Kacke. Lesen, lesen, ungelesen. Lieber Batzen Nico, das ist mir zu viel zum. Was soll ich hier machen? Nichts. Gib mir das hier erstmal. Bahnhub, so. Hierhin. Reise. Boah. Da sind wir flott unterwegs, ey. Gib alles. Jawohl, gib. Da ist ein Panzer vorbeigefahren. Okay. Handle einen höheren Preis raus. Du kannst Gegenstände schnell aufheben. Probiere es aus. Die rote Scheune, Dwayne's Liebesnest. Okay. Als Bahnfinder suchst du nach angefragten Gegenständen, halte Ausschau nach anderen wertvollen Gegenständen, du kannst sie in deinem Laden verkaufen, suche nach weiteren Gegenständen und Geheimnissen. Auf der Karte wimmelt es nur so davon. Na dann. Sprich mit. Ah, die berühmte rote Scheune. Schnappen wir uns das Zeug. Mit der Figur sprechen. Will ich mit dem. Ich verstehe immer noch kein Wort von dem. Ja, gehen wir. Ich gehe am besten allein. So, mach mal auf die Tür. Verkaufen. Gib Money. Was ist das? Rotes Zeug. Aha. Alles meins. Dollares. Kann ich das? Scrollen zum Vergrößern, Verkleinern. Okay. Den Gegenstand drehen, drücken, halten. Einzelteil werfen, fallen lassen. Okay. Kaputt machen kann ich es nicht, oder irgendwie. Öffnen, vielleicht?
Scrollen, nein, öffnen geht nicht. Okay. Na gut. Was man hier alles verkaufen kann, wunderbar. Gib mal her die Kiste da, weg damit. Oh, da war ein alter Fernseher. Was gibt's hier so? Fernseher, gib mir das. T zur Markierung für den Transport. Aha, so war das eingepackt. Na, das ist ja mal nicht schlecht. Wunderbar. Hier lauter Heftchen. Stuhl. Tee mitnehmen. Das ist unnötig. Was hier? Gib mir das. Irgendwas drin? Nein. Das Bild? Vergrößern? Die rote Scheune. Sehr schön. Aber kann ich nicht verkaufen. Aha, Sprit. Gib mir das. Gib mir Sprit. Kein Schlüssel. Wieso kann ich die Kisten nicht kaputt machen oder so? Das wäre mal super. Ich habe keinen Schlüssel. Da ist noch was. Da sind Bücher. Da ist noch ein Bierchen. Da ist auch noch was. Ja, nur schon vom so gucken reicht, das ist Schrott. Das kann ich auch nichts mit anfangen, aber ich muss einen Schlüssel suchen. Vielleicht liegt der ja da unten irgendwo. Nein. Gib die Kiste. Weg. Matratze verkaufen. Was ist das hier? Da ein Schlüssel drunter. Amerika unter Blumentöpfen, da ist doch immer ein Schlüssel. Oh. Was ist das? Transport, gib mir. Ah, da ist mein Schlüssel. Da, Dose. Gut, dann schauen wir, was hier Schönes drin ist. Außer Müll, natürlich. Schau mal, mitnehmen. Das hier Holz. Das ist alles Mist. Hier geht's nach oben. Okay. Wow. Ich will nur die Kerze haben. Kann ich die hier? Nein, kann ich nicht extra verkaufen. Milchkanne. Bringt mir auch nichts. Aha, das nehme ich aber mit. Yamaha-Rahmen. Sehr schön. Nur gut, dass in mein Pickup einiges reinpasst. Ah. Poster. Sehr schön. Poster der Sammlung zugefügt. Zum Klettern. Dann klettern wir mal. Oh. Ein Püppchen. Aha. Alles mitnehmen. Lässt sich bestimmt auch gut verkaufen, bin ich mir sicher. Da ist der Hirsch. Wie komme ich da ran? Gib mir das. Comic-Seiten. Seite der. Kann ich da einfach drüber springen? Ich kann. So, einsammeln. Zack, zack. So, einfach runter hier. Passiert schon nichts. Dann haben wir hier die Scheune leergeräumt, oder? Das ganze Geraffel hier steht einfach nur so rum. Damit kann ich nichts anfangen. Das ist schade. Hier irgendwas drin? Nein. Hier so? Nein. Gut. Okay. Dann lass mich raus, Kiste. Muss hier weg. Das kann man hier verkaufen noch. Sehr schön. Da ist noch was. Ne? Vielleicht versteckt sich dahinter was. Aha. Ich wusste es. Poster der Sammlung. Ach, na, die schreiben das zusammen, okay. Aber das macht uns nichts. Wir haben verstanden, worum es geht. Okay. Kisten kann ich nicht kaputt machen. Ja, dann mal wieder ab nach Hause. Aber erstmal. Wow, ich kann hier ganze Heuballen. 100 Kilo Schwere. Na, mach auf. Schon 112 Dollar, 115 Dollar. Geht doch was hier. Eimer, nein. Ich höre Geräusche. Kann ich? Nein, ich dachte. Geh weg! Das kann ich mitnehmen. Dachte, da ist vielleicht Sprit drin. Woher kommen die? Da oben liegt was. Aha. Da hinten ist noch was. Muss ich mir hier eine Leiter bauen?
Geben wir das erstmal. Wandaufwärter. Okay, ich muss da hoch. Komme, was da wolle. Nur wie? Ist da eine Leiter? Muss ich mir jetzt hier was basteln, zum da hochgehen? Komme ich da drüber? Nee. Komme ich da hinten raus? Warte, Moment mal. Da muss doch irgendwie durchgehen. Was? Was bitte war das? Spielen hier Aliens mit? Oh. Oh. Delirium Theater. Was soll ich machen? Okay. Der Stoff hat's mal in sich. schön. Da schwirrt noch was rum. Gib mir das. Ich muss irgendwie da hoch. Na, hier wäre doch die Tür gewesen. Von innen verriegelt. Vielleicht gleich von innen aufmachen sollen, aber egal. Wir müssen irgendwie... Oh, schau mal. Mitnehmen. Komme ich da hoch? Muss mir echt noch was aufstellen. Warte mal. Drehen, stellen. Können wir dann da hochlaufen? Wow, das ist aber friemelig jetzt schon wieder. Na, vielleicht so. Ein bisschen so. Ob das was wird, ich bezweifle es. Okay. Ich probiere es mal mit normalen Gegenständen. Kiste. Kiste. Große Kiste. Vielleicht das Fass noch. Also das kann sich noch hinziehen, habe ich so das Gefühl. Ist irgendwie darauf. Ich muss darauf. Oder die Dreherei hier ist auch ein bisschen nicht so rum. Nein. So sieht's besser aus. Das schon reicht. Bezweifle es. Komm schon, irgendwie muss das gehen. Hüpfen bin ich der Meister. Der Meister im Versagen mit Hüpfen. Hüpfen ist nicht meine Welt. Kannst du dich festkrallen da oben, bitte? Nein, kann er nicht. Kann ich das Regal tragen? Nein. Komm schon. Nicht meine Holzkiste umschmeißen. Stell das wieder auf. Mann. Gibt's ja auch einen einfacheren Weg. Es muss einen einfacheren Weg geben. Ach, natürlich, nimm doch die fetten Strohballen hier. Mein Gott, der stellt sich auch wieder an heute. So, dieses kleine blöde Ding da unten drunter sein. Weg mit dir. Manchmal stelle ich mich aber auch blöd an, ich weiß, aber ist halt so. Wow, die liegen ja gut aufeinander, das ist perfekt. Nein, nicht beide, die... Lass das los. Die kleistern da zusammen wie... So, dann tun wir da noch einen oben drauf. Oh, war. Weg, scrollen, geht nicht, doch geht. Nein, nicht... Wow. Bleibst du bitte da stehen. So, bleib mal bitte da so stehen. Danke. Gib mir noch eine Kiste. Ich habe so das Gefühl, das wird nichts, aber... Komm schon. Komm schon. Na also. Geh hoch. Warum? Mann, muss ich das jetzt an der Stelle, dass ich das... Kann ich nicht aufs Dach? Ich glaube das nicht. Kann ich aufs Dach? Dann müssen wir echt verscheißen, oder? Man kann nicht aufs Dach. Na, super.
Super erste Folge. Das ist ja mal echt genial. Ganze Folge damit verbracht, diesen Mist hier zu platzieren. Aber ich will das haben. Das macht so einen schönen Ton. Hebt das? Ja, das hebt doch, oder? Nicht ganz. Bleib jetzt da liegen. Na, jetzt gib mir das. Na, endlich. Goldes. Entschuldigung. Ich hatte einen Frosch im Hals. Goldenes Klopapier. Das musste ich einfach. Das musste ich einfach haben. Das war das Wichtigste. So, ich glaube, dann haben wir hier alles. Wir können zum Pfandleihhaus zurück. Mit der Figur sprechen. Hallo, Opa. Oder uns noch ein bisschen umsehen. Nein, ich will zurück. Zur Heimreise? Jawohl, Abflug. Aha. Ich wusste, ich habe einen Alien gesehen. Aha, bei erneutem Besuch freigeschaltet Scheun, kann ich einen Gegenstand übersehen? Echt jetzt? Welchen? Egal. Abflug nach Hause. Einen Gegenstand übersehen. Ach, große Maschinen muss ich extra bezahlen. Na, das ist ja ganz schön unverschämt. Storage. Wenn du fertig bist, geschlafen in einem Hausmeisterzimmer. Huch. So führst du dein Pfandleih aus. Entlade den Truck, indem du die Taste auf der Lagerstation drückst. Mit der sekundären Aktionstaste kannst du Gegenstände automatisch in Regale lagern. Öffnen sie den Laden tagsüber, um Gegenstände an Kunden zu verkaufen. Einmal lagern. Wie? Was soll das? Ach so. Habe ich jetzt alles gelagert hier? Gegenstände hier lagern. Ah, da sind meine Gegenstände. Das ist ein Puzzleteil. Okay. So, den muss ich ja. Den muss ich ja hinschicken. Okay. Soweit, so gut. Wo ist mein Computer? So. Einpacken und versenden. Hau raus, das Ding. Sehr schön. Fertig. Gut, wofür sind diese Dinger hier? Wenn Sie irgendwie Probleme mit DLC haben, sollte es eigentlich funktionieren. Aha. Vertrauen belohnen, seltsame Träume, Außerirdische. 1 Million? Ich glaube eher nicht. Wir schlafen im Hausmeisterzimmer. Ich gehe schlafen. Ich hätte auch vorne rausgehen können. Na, nun gut. Ich klick mal hier. Geht nicht. Geht nicht. Na, das Zeug kann ich alles verkaufen hier. Was damit? Kann ich nur. Was ist das? Um Gottes. Ja. Ist hoffentlich keine Verwandtschaft. Kannst du das wieder abstellen, bitte? Schmeiß hin. Was mache ich mit dem Koffer? Nichts. Immer noch leer. Oh nein, nicht leer. Da hat es noch Zeug drin. Gibt ein paar Dollaris. Dann schaue ich doch nochmal an allen Schränken nach. Mülleimer. Verkaufen. 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 Das geht nicht. Ich verkaufe alles. Gib mir das Poster. Ach so, kenne ich schon. Na gut, schlafen. Neue Nachricht. Oregon Kebab Vietnam. Okay. Oregon Kebab Vietnam. Öffne den Laden mit dem Ladenschild, ansonsten kommen keine Kunden. Ja, öffnen. Ich habe aber noch nichts. Na gut, dann wie?
Fülle ich die Regale. Lass mich Regale füllen. Kann ich hier was füllen? Das ging ja an dem Automat hinten, oder? Hat es geheißen. So, Fernsehen. Zum Rausnehmen des Gegenstands. Soll ich das mehr im Studienmodus markieren für den Transport, den Gegenstand drehen? Nö. Soll ich das jetzt hier einfach... Kann ich den noch hier säubern? Großes Regal bauen will ich nicht. Großes Regal. Oh, der schöne Fernsehen kaputt. Clean Station. Kann man den hier sauber machen irgendwie? Reinigungs... Alles muss ich hier bauen. Wie kriege ich das in meine Regale? Aha, so. Sehr schön. Muss ich das alles händisch machen hier? Oder geht das auch irgendwie einfacher? Gib mir den hier noch. Nehme ich mit. Der lässt sich bestimmt gut verkaufen. Ey, du musst nicht auf Toilette. Wenn hier einer muss, dann ich. Der geht nicht. Wo kann ich den hin platzieren? Großes Regal, großes Regal. Den kann ich nur ablegen. Kann ich ihn an die Wand platzieren. Für mittelgroße Gegenstände, okay. High Five Wolf, groß. Das ist ein großer Gegenstand. Jawohl. Kann ich den auch wieder einlagern? Ich brauche mittelgroße Gegenstände. Was ist das hier? Unsellable 30. Heitere Katze. Gib mir mal die Katze. Die ist bestimmt... Gib mir die Katze, sage ich. Ist bestimmt Medium. Jawohl. Dieses Gesicht. Zu hart. Das ist schon... übel. Kannst du diese... blöde Katze... Können wir diese Katze hier bitte aufstellen jetzt? Kann ich das hier auch irgendwie zurückdrehen, wenn ich es rumgedreht habe? Nein, kann ich nicht. Aus Lagerstation übernehmen oder Gegenstände von Hand ablegen. Aus Lagerstation übernehmen, das ging doch nicht. Bin ich zu blöd, das Ding auf das... Wieso geht das nicht? Keine Gegenstände im Fahrzeug. So. Wie kann ich dann das... verlassen? Herausnehmen. Gegenstände im Lager. Hier so? Herausnehmen, verlassen. Kann ich hier irgendwas anklicken? Ja, ist ja gut, aber... ich will ja was hinstellen. Aber er lässt mich ja nicht. Mach's mir echt fertig. Gib mir Katze. Dieses Grinsen. Verlassen? Gegenstand drehen. Mehr im Studienmodus. Markierung für den Transport. Fallen lassen? Werfen. Einsammeln. Wohin? Ins Auto jetzt? Ja. Nun gut. Ich, ja. Also momentan bin ich gerade überfragt. Wieso kann ich das nicht... Jobs, ungelesen. Bieter-Event am Lager an der Brücke. Neues Turnier der Mikro-Bieterkrieger gerade begonnen. Lass uns zum Lager an der Brücke gehen, das Ding gewinnen. In der Endrunde können wir Tickets nach Heatherway abstauben. Wenn du dort einen Automotor findest, schick ihn Cousin kennen. Okay. Das machen wir. Aber wir wollten ja eigentlich mal öffnen. Wir haben ja einen alten Gammelfernseher zu verkaufen.
Ich weiß zwar nicht, warum die Katze nicht geht. Klicke auf den Kunden mit dem Verkauf zu beginnen. Du kannst verkaufen, ablehnen. Du kannst verkaufen, ablehnen oder den besseren Preis falschen. Sei beim Falschen nicht zu gierig, sonst könntest du Geld verlieren. Aha. Kommt ein Kunde? Schneller. Ding dong, hallo. Verkaufen Tee falschen. Plus 7. Cool Mensch. Ciao, ciao. Mein erster Verkauf. Epipura. So, closed. Ich hab nichts mehr zu verkaufen. Noch eine E-Mail. Was ist hier los? Job gestartet. Jawohl. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.